Haben wir eigentlich irgendwelche Kampfmagier mitgebracht? Vermutlich nicht, in dem Wissen, dass die ja sterben Abelmir. Würden. Wir haben Abelmir. Ich bin kein Kampfmagier, ich bin einfacher Geode. Ich werde beim Geschütz gerade. Ja, ich wollte gerade sagen, außerdem will Abelmir ja auch nicht sterben. Das ist ja, keine Sorge, ich habe so das Gefühl, die Seuchenbringerin kommt bald zu uns. Ich wünsche auch. Dann kann Abelmir mal gucken, was er so tut. Was wollen die anderen sonst tun? Voltax? Ja, ich werde nichts tun, denn ich stehe ja wirklich hier, genau. Also ich stehe hier und auf dem vereinbarten Positionsplatz und warte halt, dass die Piraten in diese Falle eindringen. Und wenn sie da sind, fange ich dann mit meinem Zauber an. Die sind noch weit genug weg, da sind zwei Barrikaden dazwischen und dann fange ich an, die Stadt anzuzünden. Bis dahin bringt es halt nichts, was zu machen. Ronga saß eben noch irgendwie am Rande des Marktplatzes, hatte da auf seinem Holztisch noch rote und weiße Kamele aufgebaut gehabt, packt jetzt das Spielbrett aber auch weg und dein Eisschwert kannst du ziehen und aktivieren, wenn du möchtest, und darauf warten, dass jetzt die Seuchenbringerin in deine Richtung kommt. Ja, noch nicht. Der Feind ist ja noch nicht direkt in Sicht. Ich gehe davon, wenn wir auf dem Marktplatz sind, dann sehen wir nicht wirklich, wie die Schiffe reinfahren, oder? Von der Position aus nicht, aber es gibt jetzt zumindest das Gemurmel vom Turm, da steht ja nicht nur Abelmir oben drauf, sondern auch die anderen. Chuchu-Teppich liegt! Also solche Befehle werden schon gemurmelt, aber dass die Seuchenbringerin jetzt weiter drüber tippelt, das kommt jetzt auch gleich als Befehl. Da lässt sich ein Schiff nicht aufhalten! Das ist ja die Mohnarche! Sie kommt! Na, Arche. Verdammt. Wer sieht so aus, als hätte er hier den Befehl, wenn Rafim nicht da ist, über die Männer? Wahrscheinlich von eine Chorgeweihte, ne? Trag von Kek. Was? Echt? Also vermutlich Dragan über die normalen Soldaten und Trag von Kekra steht da vermutlich in der Nähe von Abelmir, um dafür zu sorgen, dass der hier wegkommt. Oder wenn er zu früh flieht, dass sein Kopf abgeschlagen wird. Nee. Nein. So genaue Befehle wurden da jetzt nicht gegeben. Es hieß, kümmere dich um Abelmir. Kümmere dich um Abelmir. Das kann ich natürlich nicht beeinflussen. Ja, also, Abelmir hat Schuld. In Wahl von Alan Farnan oder Trollzackern sind Trollzackern zumindest das bekanntere Übel für Ronga und das sympathischere. Vor allem, weil sie auch in der Wildermark waren. Ja, die hat Ronga da ja nie kennengelernt. Er hat zumindest nur gehört, dass sie wohl in der Wildermark gewesen sein sollten. Genau. Und die Geschichten aus, Gallis? Oder, wo waren die Trollzacker nochmal ursprünglich? Talf. Ich bin ja König von Talf. Raffin ist der König von Talf. König von Talf. Und Ronga zieht dann Schwert natürlich noch nicht Bogen auf Drak zu. Du bist Drak, richtig? Ja. Der ehemalige König. Ich habe schon wenig von dir gehört. Was willst du, kleiner Mann? Ihr seid sicherlich die stärksten Männer, die hier auf dem Marktplatz stehen. Ihr Trollzacker. Und Ashirut. Die reißt ja auch deinen kleinen Kopf ab. Wenn die Arche hier wirklich hierher unterwegs ist, dann müssen wir dem Geschütz so viel Zeit erkaufen wie möglich. Ich gehe davon aus, ihr werdet euch dir stellen. Selbstverständlich, wie der König befiehlt. Ein glorreicher, schmerzvoller Tod. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, diese Arche aus der Rechnung zu nehmen, dann sollten wir sie ergreifen. Jeder Arche hat ein Herz. Und sollten wir die Arche betreten, dann ist das Ziel. Du redest zu viel, kleiner Mann. Ja, Verzeihung, ist mein erster Kampf gegen eine Dämonenarche. Cembael, wenn du möchtest, kannst du Ashirut spielen. Ja. Okay. Ja, alles 24 oder ein paar Schläge. du kennst dich aus. Die sind alle gleich. Gut. Voll aufs Fressbrett. Ja, okay, und noch ist es ja nicht so weit. Während ihr euch dort unterhaltet, kann Rafim und auch Abelmir vom Turm aus, kannst du erkennen, wie die Spinnenbeine der Seuchenbringerin sich am Pier nach oben ziehen. Und du siehst, wie wohl der Stein beim Aufsetzen der ersten Beine so ein bisschen bröckelt, alt wird und fault.
Und während Bein um Bein nachgezogen wird und dann auch vor den Häusern nicht schlapp gemacht wird, man sich ja dann einfach auf die Häuser oben drauf zieht. Du kannst noch sehen, wie es einige Male knallt und auch einige Schwerter gezogen werden oben oder neben dem Haus. Die Wachen, die dann verzweifelt versuchen, dann auch die Spinnenbeine zu behaken, fallen die Leute um oder dass sie getroffen worden sind und übergeben sich. Und während du auf dieses erste Zusammentreffen blickst, siehst du, wie aus der Wasserober- oder Unterfläche drei weitere Schiffe auftauchen und teilweise zerbrochen, zerborsten Spanten, die alt und schlaff im Geisterwind hängen, kannst du drei weitere Schiffe erkennen. Die Admiralin Misa von Rulkadu, die Sancta Elida und die Atem der See, die sich jetzt ohne dem Ulchuchu einen Widerstand zu leisten, anlanden und Geister den Hafen fluten. Sind die Schiffe mir in irgendeiner Weise bekannt? Rudon von Darbonia, der ehemalige Admiral, mittlerweile genannt der Knochenadmiral, der diese Geisterschiffe, die Armada, kontrolliert und auch die Geister und jetzt mit seinen Geistern den Hafen flutet. Du siehst, wie die Chorgeweihten versuchen zu hacken, was auch teilweise gelingt. Die anderen Leute, die Wachmänner, die sich dann versuchen auch zurückzuziehen, entweder von Schrecken durch die Stadt laufen, jagen, rennen, sprinten. Andere, die vielleicht noch den Mut nicht verloren haben, die jetzt versuchen mit ihren profanen Säbeln und Speeren nach ihnen zu stechen, einfach ignoriert werden und dann von der Geisteressenz dann aufgenommen werden. Nach wenigen Schlägen sterben die Wachmänner auch von den Geistersäbeln niedergestreckt und fallen tot zu Boden. Dann gehen wir in die Hafakschen Regeln. Und zwar, wir schauen euch und uns die Moral von euch und von uns an. Das Gute ist, dass wir noch nicht mit der vollen Bandbreite aufgelaufen sind. Ihr habt aktuell am Hafen wie viele Leute? Rückzugsgefecht 300? Ich vermute ja, so 100. Ja, 200, irgendwie sowas, schätze ich, ja. 200, alles klar. Mit vielen Chorgeweihten dabei. Schwarzer buntes Chor ist natürlich dabei, die Wachmänner. Das wird natürlich dann gegen Zentrum der Stadt im Amber. Aber dann notieren wir 200 Leute auf deiner Seite und bei mir sind es nur 150 Geister. Ist also gar nicht so viel. Aber es sind Geister. Meine Moral ist fanatisch, voller Tatendrang. Ich habe eine Moral von 7. Deine Moral war irgendwo bei motiviert oder durchschnittlich. Jetzt durch die Geister geht die runter auf zweifelnd 3. Jungs sind nur motiviert, die sind ja auf dem Todestrip. Ja, das Problem ist, dass sie gegen Geister kämpfen. Achso, okay, ja. Und dass, wenn sie jetzt sterben gegen Geister, auch ihre Seele verlieren könnten. Also so. Vermutlich die Chorgeweihten bleiben halt stehen, aber die anderen stehen, Jungs rennen halt noch eher weg. Okay, genau, ja, richtig, verstehe, genau. So, Professionalität. Meine Geister sind halt erfahrene Geisterkrieger. Also ich gebe dir eine Kompetenz von 4. Meine waren ja vermutlich auch vorher Seemänner. Genau. Und sind schon lange tot, also die wissen auch, wie sie als Geister kämpfen. Deine Professionalität, du bist noch irgendwo bei zwischen 2 und 3. Durch die Chorgeweihten gebe ich dir nur 3. Spitzel und Kundschafter. Ich habe keine Informationsqualität. Es gab keine Spione. Das ist beziehungsweise, das ist jetzt mein Herr, was jetzt diese Stadt requirieren soll. Offenes Gelände ist es nicht. Es ist schwieriges Gelände. Städtische Umgebung ist eine minus 1. Und es ist befestigt, ist eine minus 5. Beziehungsweise für mich ist es eine plus 5 durch die Angreifer. So, Differenz Moral. Meine Moral ist 7, deine ist 3, sind 4 Punkte. 4 mal 2, ne? Achso, ich kenne die Regel nicht. Ich verlasse mich da ganz auf dich. Das kannst du hier erkennen, die sind da aufgebahrt. So. Differenz Moral pro Punkt sind minus 2. Das heißt, meine Probe ist um 8 Punkte erleichtert durch die Moral. Differenz Professionalität. Ich habe eine von 4, du hast eine von 3, ist ein Punkt, sind 3 Punkte Erleichterung für mich. Du hast eine Geländekunde für Stadt.
minus 3. Und die Jungs, die da kämpfen, müssen ja sogar Ortskenntnis. Du hast auch eine Ortskundigkeit, genau, ist nochmal eine minus 3. Schlechtes Wetter, es ist dunkel. Ja. Das ist für mich kein Problem, für dich. Ich gebe dir da auch eine plus 3 fürs schlechte Wetter, für mich ist es egal. Hast du das für mich mitgeschrieben? Ich habe das hier auf dem Zettel. Okay, Hinterhalt und Überraschung. Es ist ja nicht ein richtiger Hinterhalt, weder von mir noch von dir. Ich würde sagen, wir überraschen uns gegenseitig. Die haben nicht mit so einer Gegenwehr gerechnet, ich habe nicht mit Geistern gerechnet. Das ist das Problem, genau. Also du hast zwar einen Dämon im Hafen, aber keine Geister, die du zurzeit mitführst. Spitzel und Kundschafter, Belagerungsgerät. Ja, ihr habt tatsächlich ein Belagerungsgerät, aber das wird auf die Geister nicht angewendet, sondern nur auf die Schiffe dahinter. Magische Unterstützung, Kamale Unterstützung ist Ressourcenstufe mal 2. Das habe ich aber in der Professionalität deiner Leute mit hochgenommen. Genau, dann gucke ich auf die Überzahl, Unterzahl. 200 zu 150. Dann kämpfe ich in leichter Überzahl mit 25%. Nee, wir sind ja 200. Achso, genau. Du kämpfst mit plus minus 0, Überzahl plus 25 und ich habe minus 25, ich habe eine plus 9. Okay, dann gemischtes Heer. Das sind alles irgendwie Soldaten, leichtes Fußvolk. Es gibt eine minus 2 für dich, aber auch für mich. Das lassen wir also raus. Und die befestigte Stellung habe ich bei mir schon eingetragen. So. Summa summarum kommst du auf minus 1, minus 5, minus 3 sind minus 9. Plus 3, minus 3. Ja. 1, 2, 3, dann kämpfst du. Hast du eine Kriegskunstprobe minus 9? Der Chor gefällig. Das stimmt. Und meine ist 9, minus 8. Minus 9, minus 8, minus 3, plus 5. Dann bin ich bei einer minus 16, minus 15. Gut, dann würfel mal bitte deine Kriegskunstprobe. Da mache ich natürlich vorne Liturgie-Kenntnis. Okay, sehr gut. Weil ich will boosten. Nee, das ist nicht drin in dem Scharmützel-System. Man kann nicht mit Mirakel boosten. Ach, das würde dann auf die besonderen Punkte mit reingehen, ne? Das gibt dann kein... Genau, also wie jegliche Liturgie, die man wirkt, würde das dann eine Erleichterung geben, aber nicht die üblichen Punkte. Mann, den nehmen wir auch, oder? Ja. Also das hast du hier bei der magischen Unterstützung oder bei der kamalen Unterstützung mit drin. Aber Rafim kommandiert zwar als Oberkommandeur, aber er ist halt selbst noch nicht in den Einheiten am Hafen mit drin. Ja, wir würfeln jetzt einfach, komm, Feuer. Genau. Ich kommandiere mit Rudern von Dabonia, dem Knochenadmiral. Der hat halt herausragende Werte in Kriegskunst. Ist das hier noch als Seegefecht zu zählen oder nicht? Würde ich die jetzt nicht mehr. Doch, Hafen. Ja, komm, ich geb's dir. Dann hab ich's aber auch. Ich hab halt auch Seegefechte. Ja, du. Ach, scheiße. Ich meine jetzt vielleicht gerade noch, weil die gerade an Land laufen. Also, ich habe sehr schöne Werte. Ich muss gerade mal gucken. Mut, Klugheit, Charisma, sagst du? Mut ist 20, Klugheit ist 15 und Charisma ist 16. Er ist halt richtig gut. Er hat auch volle Punkte. Wie viele Punkte hat er insgesamt? Genau, jetzt gucken wir auf die tatsächlichen THP-Stern. Das ist eine vergleichende Probe. Meine Probe war um 15 Punkte erleichtert. Deine war um... Wie viele Punkte hast du? Um 9 Punkte. Wie viele Sternchen hast du denn? 32? Ja, also Max-Fertigkeitspunkte 21. Gut. Ich hab bald 21er Kriegskunst mit Seegefechten. Ich habe minus 15 und mein Talentwert bei Seegefechten ist 18. 18 also, ja. Und 15 sind 33, ne? Ja, dann gewinnt er mit einem Punkt. Genau, dann ist schon krass. Die Differenz ist ein... Bitte? Es geht ja nicht um die Max-Erschwernis, es geht um die Punkte, die man maximal überhaben kann. Es wird ja eigene THP minus THP des Gegners gerechnet. Nicht Max-Erschwernis. Damit gewinnt Rafim, oder? Weil der THW höher ist, ja. Ja. Genau, ja, dann. Dein THW ist 21, meiner ist 18, dann hast du 3 Punkte. Mhm.
dann verlierst du 61% in der ersten Phase. Beziehungsweise, ich muss gerade mal schauen, 61... Nee, du verlierst 62%. Genau, genau, du hast gewonnen, du verlierst 32%. 32% und ich verliere 61%. Wie unfassbar tödlich ist denn dieses System? Also in den ersten Augenblicken. Genau. Die sind nicht tot, ein Drittel davon ist desertiert, ein Drittel davon ist tot und ein Drittel ist verletzt. Ja, okay, aber bei Geistern würde ich davon ausgehen. Ich meine, die werden ja weder weglaufen noch ja, sind die irgendwie. Die sind vermutlich Astralstaub. Ja, ach so, von denen. Ich dachte eher ja. Auch von unseren. Genau, bei dir, also dass die Leute weglaufen und desertieren, ist natürlich klar. Die kommen auch in diesem Kampf nicht mehr wieder. Das heißt, von deinen 200 Leuten ist jetzt ein Drittel, sind 30, sind 60 Leute, die dir jetzt fehlen. Die ersten 60 Leute, die jetzt in den ersten zwei Minuten gestorben oder gefallen sind. Ich würde narrativ behaupten, die versuchen zwar wegzulaufen, werden aber von den Chorgewalten, die hinter ihnen platziert sind, halt abgeschlachtet. Ja, dann kann das auch sein. Ja, und die Seuchenbringerin war noch gar nicht drin. Die schreitet jetzt über... Ja. Ich hätte mal eine technische Frage. Und zwar, die Entfernung, die gerade erreicht, sind etwa 120 Schritte irgendwie. Ja. Wie groß sind denn... Hat die Arche hat vier Beine, gehe ich aus, oder? Eine Arche hat acht, weil es ist eine Spinne. Okay, hat diese Arche acht Beine? Ja, klar. Okay, nichtsdestotrotz würde ich an einen Frigisphäre wirken auf die Arche. Ich kann hier sehen. Und zwar muss ich den Bus Reichweite vergrößern von 49 auf 21 Schritt, dann muss ich gerade erreichen. Und ich würde mir ganz Kosten einsparen. Mal ausrechnen. Also verdoppeln. Nee, du machst das nicht auf 100. Von 49 geht es auf Horizont direkt hoch. Weil das in den Tabellen, also in dieser Tabelle okay. In dieser Klasse modifiziert wird. Ich hatte mal überlegt von 49 auf 21. Und okay. Das heißt, du musst eine Zielprobe machen. Aber das ist kein Problem, ist halt nur eine zusätzliche Probe zum Zielen, die dann entsprechend modifiziert ist. Ja, okay. Bei dem Wert sollte das ja eigentlich egal sein. Schon. Wie gesagt, wenn auf Horizont vergrößern halt, das wäre dann, glaube ich, auch einmal vergrößern. Wie gesagt, gibt eine plus 7, plus 3, Entschuldigung. Ich wollte dreimal Kosten einsparen, wir nochmal plus 9 Zeit lassen, wenn wir dann auf einer plus 8 halbiert plus 4 holen. Und ja, die würde ich auch hier auch direkt zielen. Ich wollte eigentlich wirklich die Beine zielen, aber das 8 Beine hat, ist eigentlich so schwach und macht keinen Sinn. Irgendwie. Ich wollte ihre Bewegung sozusagen einschränken und da vollständig auflösen, aber 8 Beinen, wenigstens geht das nicht. Abscheren, wie abscheren. Beim Seekampf. Ja, bei 4 wäre es jetzt hier noch vorstellen können, die ersten beiden Beine abscheren, aber bei 8 Beinen ist es egal. Ich würde einfach jetzt mal eine plus, hat gesagt, plus 4 Probe. Auf die Beine oder auf die Körper? Wie weit sind die Beine auseinander voneinander entfernt? War so. Also die Arche, ich muss jetzt gerade mal nachmessen, die ist wie gesagt nicht so groß. Die Arche ist nur 30 Schritt lang. Okay, bei 8 Beinen, 4 Beine auf jeder Seite, dann wird etwa 7 Schritt etwa. Oder? Wie gibt's das Rechnen gerade? 30 durch 4. Nee, durch 5 sogar, dann muss man eine Tuschstraube rechnen nochmal. Ja. Ja, sag mal, 5 Schritt. Also 5 Schritt, genau. Dann würde ich mal auf die Mitte zwischen 2 Beinen zielen, wenn es geht. Ich könnte vorher noch ein nächstes würfeln, wenn du willst, ein Adlerauge, um meine Sinne zu erhöhen, um das zu erleichtern. Würde ich auch gleich zwei machen. Schlaue Idee. Dann würfel dein Adlerauge, warum nicht? Gerade wenn du jetzt, also du hast jetzt noch eine hohe Entfernung. Die Arche ist jetzt 100 Meter von dir entfernt. Genau, ich lasse mir überhaupt Zeit. Oha, Mann. Also auf den Rumpf zwischen den zwei beiden mittleren Beinen. Genau. Hm, alles klar. Also zwischen den vorderen Beinen vielleicht irgendwie danach irgendwie rankommen. Ich würde jetzt meine Adlerauge, lass mir Zeit dabei wieder. Ist mir gelungen, hier 13 Punkte übrig, sonst hätte ich dann merken nachher. Und dann würde ich ein Free-Sphäre wirken auf genau diese Stelle. Ruf erstmal, gucken wir. Das sind jedenfalls 13 Punkte. Das heißt, ihr bekommt diese Arche bekommt jetzt 5, 4, 6 plus ZFP halbe Trefferpunkte ab. Heißt 5, 6 plus ZFP halbe, 5, 6 plus 7 werden in dem Fall denn. Ja, Eis macht doppelten Schaden.
Das ist gut, du hast nicht viele Punkte gewürfelt. Leider nicht, nein. Also deine Hoffnung ist im Prinzip, dass sie irgendwie stolpert oder ähnliches. Ja, dass die Beine zumindest nicht abbrechen, einfrieren, nicht den Dingern jetzt nicht mehr so die Geschwindigkeit einschränken, da vollkommen aufheben würden, eventuell sogar. Gut, Regeneration von Schäden kann sie selbstverständlich auch. Auch gegen Eis? Ja, das ist unabhängig. Du machst einfach mehr Schaden. Also das kostet dann halt mehr Handlungspunkte oder mehr Blut am Ende. Aber du kannst erstmal den Schaden machen gegen das Wesen. Guck gerade nach der Härte. Die Härte wird nämlich erst abgezogen. Okay, die hat eine ganze Menge Härte. Das ist gar nicht das Problem. Beziehungsweise nicht die Härte, sondern viele Lebenspunkte. Auch wenn sie nur 30 Schritt lang ist. Ich wollte wieder auf die Beine ziehen, auf die bestimmte Teile von der Arche. Oder vielleicht brennt sich ja auch ein Loch rein, wie es Paligan damals gemacht hat. Manchesca Paligan. Genau, das wird auch gleich passieren. 18 mal 2 sind 36. Du hast recht, sind 36 Punkte. Dann kannst du auf alle Fälle sehen, dass du die Seitenwand aufreißt mit der Explosion deines Frigisferus-Balls. Die beiden mittleren Beinstücke brechen nach links und nach rechts weg. Du siehst auch, wie sich Raureif an der kränklichen Borkenhaut gebildet hat und irgendein Schleim runtertrieft. Und du siehst, wie jetzt eine Vielzahl von Soldaten, Matrosen, sieht fast aus wie kalte Alrix, runterklatschen aus der Höhe von, ja, sowohl vom Dach, wo sie gerade jetzt runtersteigt, als dann eben auch durch die Beine ein bisschen nach oben getragen. Das sind sicherlich 3, 4, 5 bis zu 10 Schritt Höhe. Klatschen sie jetzt auf den Boden, entweder zerplatzen die Matrosen zu grünlichem Schleim, oder aber sie brechen einfach auf das Dach und erheben sich wieder, nachdem sie sich ein bisschen geschüttelt haben. Die Arche schüttelt sich ebenso ein bisschen und läuft dann weiter. Boltax kann das sehen, Rafim kann das sehen. Ronga macht sein Eisschwert bereit. Noch nicht. Ronga hat, sobald er gesehen hat, dass die Arche auf sie zukommt, sich ein Stück Tuch genommen und das mit Schnaps aus seinem Flachmann getränkt und sich das um die Nase gebunden. Denn ja, dass da Leute umgefallen sind, wurde auch wohl auch berichtet oder gesehen. Und das dem möchte er entgegenwirken. Rafim, du kannst erkennen, wie die Geschütze geladen sind. Man fragt jetzt über verschiedene Meldeposten, wer Ziel Nummer 1 ist. Die Flotte, die dort im Hafen liegt, die Geister oder aber die Dämonenarche, die in der Mitte der Stadt ist. Da müsste man natürlich sich noch ein bisschen drehen. Und während du gerade überlegst, ob man die Seuchenbringerin attackiert, kannst du sehen, wie der Ulschutschu grünlich, gelblich aufleuchtet und die St. Borberat beginnt wohl ein Zauber. Sowohl das ganze Schiff als auch der Ulschutschu leuchtet. Was willst du tun? Ich würde alles, was in der Stadt ist, auf die Arche schießen lassen. Und habe ich irgendwelche Geschütze, die hier die St. Borberat noch treffen können, oder ist die zu weit weg? Nein, kannst du. Also sowohl deine Geschütze würden treffen, du kannst auch die anderen Schiffe alle angreifen. Sind ja noch genug Schiffe da, aber die sind alle zurzeit noch verhakt. Nee, gib den Geschützen am Hafen den Befehl, dieses schwarze Schiff zu versenken. Der Ogerlöffel soll auch schießen, alles in der Stadt auf diese verdammte Arche. Okay, dann gibt es nach einigen Augenblicken wieder Knall und Pulverdampf, der die ganze Stadt auch in der Nacht so ein bisschen eintrübt. Der Mond, der am Himmel steht, wird dann auch verdeckt durch die ganzen Pulverdampf und es knallt ein weiteres Mal und es wird nach draußen aufs offene Meer geschossen. Kann der Ogerlöffel den Fisch auch laden, schießen? Genau, auch dein Ogerlöffel darf ein weiteres Mal schießen. Yay! Dann gibt es. Die St. Borberat ist ein Problem, ich hab's euch gesagt. Volltreffer, soll ich sagen, sehr viel? Oh ja. Das war wieder ein normaler Stein? Ja, genau. Gut. Oder ist ja ein großer Stein. Ein großer, ja, ein Bruchstück von einem Haus, ja, genau.
Ja, mit der 4 ist es getroffen und du kannst auch sehen, wie die Masten von der St. Borbrat abknicken. Das rote Tuch fällt ins Wasser, beziehungsweise auf den Uchuchu. Aber das Leuchten hört nicht weiter auf, sondern geht weiter.